Hey Leute und willkommen zur Beta von Battlefield 5. Und ich bin nicht alleine, nämlich der gute Dev ist auch mit dabei. Ja, der Kanal vom Dev ist übrigens dann in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr auch die Sicht von ihm sehen könnt. So, jetzt sind wir schon im Match. Ich werde in den Panzer hier reinsteigen. Das dauert jetzt so 15 bis 20 Sekunden oder so, weil es ist halt nur eine Beta. Und ja. Ja, und die Tickets auch. Und ich habe gerade hier einen Fight. Ja, so in der Art. Und ich müsste mal meine Empfindlichkeit höher stellen auf 50 beides. Aber das mache ich dann, wenn ich tot bin. Ich bin erstmal hier bei E. Und ich werde sofort abgeschossen hier. Oh. Man hat übrigens auch hier begrenzte Munition. Deswegen gibt es auch diese Aufmunitionierungsstätte und diese Medi-Stätten. Und das gibt es auch jeweils für die Fahrzeuge, also für die Panzer und die Flugzeuge. Denn man hat nicht mehr unendlich Munition in den Fahrzeugen. So, E ist schon mal eingenommen. Du kannst sogar hier Ziele markieren, weil du Squad-Leader bist. Ja. Ich spawn jetzt bei dir direkt, weil ich gestorben bin. Als Sturmsoldat. Und du wirst angeschossen. Oh, ich glaube, du bist down, oder? Ja, du bist down. Ich hol dich mal schnell. Jetzt habe ich deine Waffe. Jetzt habe ich deine Sniperwaffe. Nein, das ist, weil die Waffe neben dir lag oder irgendeine Waffe lag neben dir und ich habe die automatisch aufgenommen, wenn ich dich wiederbelebe. Ja, das sollten sie noch ändern im fertigen Spiel. Man kann sogar hier Leute spotten wie in Battlefield 1, aber das ist nicht mehr das Spotten aus Battlefield 1. Denn man kann jetzt überall hinspotten und es verfolgt keinen. So, ich muss mich mal kurz hier aufmunitionieren. Ich sehe gerade, die Sniper hat nur 30 Schuss. Aber ich werde gleich sowieso wieder sterben. Oh. Ja. War klar. Von anderen Sniper. So, hier sehen wir den Todesbildschirm. Ich kann mich hier umschauen. Und mein Squad Leader oder die Medics können mich dann wiederbeleben. In den Optionen und Controller, da kannst du deine Empfindlichkeit höher machen. Das mache ich auch gerade mal hier.
bei so 50. Oh ja. Das habe ich sogar auch am Dienstag umgestellt, wo ich das Game schon zocken konnte, weil, wie der Dev schon gesagt hat, ich habe mir das Spiel vorbestellt. So, hier ist gerade ein Gegner. Oh yeah, Double Kill. Ja. Wesentlich höher. Beziehungsweise du musst dann sozusagen selber herausfinden, wie. So, ich kenne mich ja hier besser aus. Deswegen weiß ich ja schon, wo die Leute campen. So, zack. Bei D ist wieder jemand down. Auf der Karte sehen wir noch welche. Man kann mit einer Sniper übrigens nur noch jemanden töten mit einem Schuss, wenn das ein Headshot ist. Ja. So, ich qualm die mal zu. Währenddessen habe ich wieder jemanden gekillt. Hier im Battlefield 5 ist was ganz Neues dabei, denn man kann jetzt nämlich Barrikaden und so ein Zeug bauen, aber nur bei Städten, die unsichtbar sind. Also es wird einem dann auch angezeigt, was man dort bauen kann. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Noch überhaupt gar nicht. So, komm mal mit. Wir können nämlich hier hoch bei den Schienen und sind dann hier oben bei B. Ich bin gerade nicht in deiner Nähe. Ja, klopp schon. Wenn nicht, müsstest du mal jemand anderes fragen von unseren Freunden hier. Oh, da ist wer, aber der hat mich noch bekommen. Schade. Bei B. Aber du bist ja schon bei D wieder. Ja, B wird gerade eingenommen, hier hinten. Beziehungsweise da hat mich gerade jemand gekillt. Aber nun gut. Mach B. B wird gerade eingenommen. Komm mit. Ja, du musst dich im Hintergrund halten. Mit einer Sniper. So, hier sind welche. Das sieht man an dem Strich. Aber mehr Leute sind von unserem Team dort. Gerade bei dieser Flagge. Ja, der hat mich. Du hast bis jetzt nur für jede Klasse eine einzige Waffe.
Du schaltest die drei restlichen Waffen frei, in denen du die Klassen levelst. Ja, bei Battlefield 4 hatte man ja auch schon so einen Spawn-Teil gehabt. Was viel bei Operations Spind benutzt wurde. So, ich bin gerade hier bei F. Hab wieder jemanden gekillt und meine Stan ist jetzt Level 1. So, ich habe noch einen gekillt. Komischerweise spiele ich jetzt mega gut. Meine Medi-Klasse ist Level 1 und da ist ein Panzer bei F gerade. Und ich habe jemanden 81er Hit bekommen, gegeben. So. Ihr seht, wenn jetzt mehrere Leute im Squad wären, dann hätte ich L1 oder R1 drücken können, um zwischen den Squad-Leuten hin und her zu schalten. Und natürlich bei ihnen dann zu spawnen. So, wir haben jetzt schon F wieder. Deswegen spawne ich dort. Das, was ich jetzt mache, sollte man aber in diesem Spiel eigentlich nicht machen. Alleine hier irgendwo rumlaufen. Denn Battlefield 5 ist mehr ein Team-Shooter geworden. Deswegen sind auch wahrscheinlich nur noch vier Leute im Squad unterwegs. Bin ja da. Bist du das? So, ich heil mal ein paar. Hier bin ich gestorben. Ich bin komplett tot. So, ich spawn wieder bei dir. Oder auch nicht. Wollen wir zu E? So, hier sind nämlich auch ein paar Gegner. Sieht man auf der Minimap. Da hinten in dem roten Haus müsste ein Gegner sein. Ja, oder auch so, ne? Der ist hinter dir. Ja, es kann in diesem Game jetzt jeder jeden wiederbeleben. Solange wie er im Squad ist. Oder wenn man Medi ist, kann man alle wiederbeleben. Also. Genau. Das wurde. Ja. Da haben sich sogar viele in der Alpha aufgeregt, dass das viel zu lange gedauert hat. Und da hatten die Zeit von 10 Sekunden verkürzt. Auf 5 oder so. Keine Ahnung, wie hoch das jetzt ist. Hier ist ein Gegner. Den habe ich schön getötet. Ja, ich hab ihn. Jetzt ist F4 wieder clean. Wir sollten weiter zu D oder so, weil das gerade näher ist. Aber erstmal munitioniere ich mich wieder auf. So. So, Medipacks muss ich mir nicht holen, weil ich ja selber Medi bin. Ihr seht auf der Minimap solche roten Striche. Das ist dafür da, dass man sieht, wo die Gegner so ungefähr sind, und die roten Punkte, das sind dann die Gegner, wo die genau sind.
lost control of objective Beta. Und da bist du schon wieder tot. Ja, und dein komplettes Squad ist jetzt auch down. Ja, ich weiß, du könntest auch wieder bei mir spawnen. Das dauert, glaub ich, so 10 Sekunden oder so. Oder 9. Das bin ich, blauer Typi. Am besten ist immer, wenn du spawnst, dass du dich sofort aufmunitionierst an so einer Aufmunitionierungsstätte. Weil da hast du dann ein Magazin mehr. Hast dann statt 2, 3 Stück. Und hier kommt gerade eine V1-Rakete. Und sie schlägt vor uns ein. Bäm. Schön bei C rein. Habe ich schön auf der Aufnahme drauf. Sehr schön. So, ich laufe zu D. Die V1-Rakete kostet übrigens 41.000 irgendwas Squad-Punkte. Also die ist sehr teuer. Na, es gibt so eine Versorgung, die kostet irgendwas mit 7.000. Dann gibt es einen Panzer, der kostet irgendwas mit... Was war's? 15.000 so ungefähr. Und die V1-Rakete 41.000. Irgendwas. Bei mir werdet ihr natürlich pro Part eine Klasse sehen, außer eine Klasse nicht, nämlich die Sniper-Klasse werdet ihr bei mir nicht sehen, weil ich grottenschlecht bin mit Sniper. Hättet ihr zwar was zu lachen, aber ich... Nee, ich würde da mich nur aufregen sozusagen. So, ich habe ihn geholt. Keine Sorge, hier ist noch wer. Den habe ich auch geholt. Oh Gott, da waren 3 Leute. Ich habe so eine Angewohnheit, dass ich jedes Mal das Magazin wechsle, wenn ich einen Gegner getötet habe. Das sollte ich mal unterlassen. So, jetzt sehen wir auch, ich bin Level 1 und wie in Battlefield 1 sieht man die ungefähre Minutenanzahl bis zum nächsten Level. Dann bei mir 17. Ja, und auch von mir, wir sehen uns dann auf Rotterdam wieder. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, schaut bei Dev vorbei. Tschüss.